So, YouTube. Folge 2 von unserer Action. Aktuell läuft es sehr, sehr gut. Aber wir sind irgendwo in Afrika gestrandet. Und ich dachte mir, da trenne ich doch lieber die Folge auf, sonst haben wir so eine 2-Stunden-Folge. Weil ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden. An sich eine coole Ecke. Ich glaube, es wird gar nicht so lange dauern, das hier wirklich einzuordnen. Spontaner Guess wieder, dass wir in den kenianischen Alpen sind, da oben. Aber es könnte genauso gut Lesotho oder Ghana sein. Mal gucken, wo es uns hinverschlagen hat. Im Chat wird Griechenland gesagt. Ich hoffe nicht. Griechenland wäre unsere Nemesis, wie wir gelernt haben. Also eigentlich schon traurig, dass man sich in Afrika besser zurechtfinden kann als in Griechenland. Da sollten die Griechen mal sich hinterfragen. Es wird auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht wieder eine Lodge treffen oder sowas, eine lange Action, nicht wahr? Es sieht aber ein bisschen aus wie die Ecke, wo wir gestern waren, nicht? Ein kleiner Fluss, Hügel. Ja, links und rechts gibt es auch nicht wirklich viel zu gucken hier. Dass man sagen könnte, oh, guck mal, da links ist der Sand. Oh, und guck mal, da rechts, da ist der Sand. Hey, und da links und links sind ein paar Kühe im Sand. Und geradezu, da haben wir Sand. Aber rechts haben wir noch viel mehr Sand. Er hatte eine Panne. Aber hat sein Warndreieck aufgestellt. Bilder sind von 2016. Wahrscheinlich steht hier inzwischen eine riesige Großstadt mit 1 Milliarde Einwohner. Endlich mal was. Lesotho! Ja, es hatte echt Vibes davon, nicht? Ha-Makhana. Und gestern waren wir wo? Hier unten, nicht? Irgendwo. Mohalla Mulong, hier, da waren wir. So in die Ecke sieht das gerade auch aus. Und wir sind in Mahakne. Mafrane, Makane. Das H würde ich davor, HA, glaube ich nicht, dass das hier mit auftaucht. Ja, viel Spaß beim Einkaufen. Mal gucken, ob wir die Runde schaffen. Ja. Kann ich irgendwie... Man will mal das steht anklicken, aber es funktioniert ja nicht. A2310. Wie heißen denn die Bezirke hier?
Neribe auf Libere, oder? Steht da. Okay, also wir sind wahrscheinlich in Libere. Wenn ich das da richtig lese. Und A23, A25. Ich weiß ja nicht, was A23-10 bedeutet. Auch interessant, dass es nirgendwo zweistellige Autobahnen gibt, außer an dieser Stelle. Und dann aber nur A25. Nicht die A23. Wobei das A23 da auch sonst was bedeuten kann. Ah, da steht nur Lesotho. Okay, da steht Lesotho. Nicht Leobre, Lebore. Okay, wir brauchen bessere Schilder. Die Frage ist, finden wir die in die Richtung? Oder in die Richtung? Emmaus Primary School. St. Thomas High School. Okay, das ist auf jeden Fall super wichtig. Aber ob wir Emmaus oder sowas sehen, ich glaube eher nicht. So von den Bergen her nicht. Das ganze Land ist ähnlich gestaltet. Aber wir sind, wo es nicht so hohe Berge gibt, wie hier hinten drin. Also hier passt eigentlich schon echt gut. Und wir fahren nach Nord-Süd. Fast alles führt nach Nord-Süd. Ah, da kommt eine Ortschaft. Vielleicht steht da ein bisschen mehr. Ein Fluss? Es könnte wirklich dieser Fluss hier hinten sein. Und der verzweigt sich ziemlich stark, nicht wahr? Wenn wir den Bezirk herausfinden würden, wäre es am besten. Müde, immer müde. Wenn ich mal nicht müde bin, geht die Welt unter. Im meisten bin ich nicht müde, wenn ich am nächsten Tag krank werde. Weil der Körper dann die ganze Energie schon gesammelt hat. Und sagt, jetzt gehe ich in die Attacke. Und dann sagt der Rest, oh ja, haha, mir geht's so gut. Und am nächsten Tag, bam, pff. Das heißt, müde sein eigentlich gut. Müde sein heißt, man wird gesünder. Was mein Ohr natürlich nicht so sagen kann. Ja, da stehen keine Schilder oder irgendwas. Ein Weizenfeld. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr geht auch immer fleißig mit. Ich meine, so schön wie das ist, so ein Hinweis wäre halt echt was Cooles. Und einen, den man lesen kann am besten.
Jetzt auch wieder irgendeine Primary School. Ja, schön schreiben sie echt überall ran. Aber gut, dass wir eine neue Aufnahmesession gemacht haben. Save More. PO Box. My Matty Tank. Oder Masse Tank. Nee. My Tank? Nee, nicht? Das ist Matte Tank. Das haben wir, glaube ich, ja vorhin schon gelesen. Matte Tang. Ach, oh Gott. Ey, der Körper nervt aber trotzdem, dass er ständig müde. So, oh, müde, oh, müde, oh, müde. Und nachher bin ich wach, wenn ich ins Bett gehen will. Oh doch, hier gibt es ein Haarnitzebahne und ein Haarnitzekehle. Das steht doch mit auf der Karte. Ja, hier sind auch immer Orte, die keine Beschriftung haben. Haroccolo. Hier ist auch ein Fluss. Morija. Emaus. Wir hatten noch Emaus Primary School oder sowas. Oder war das Emmamau oder sowas? Nicht, dass wir hier irgendwo sind. Muffetank steht da. Ja, hier sind wir. Im Muffetank. Alles klar. Okay, und es gibt eine Stadt Muffetank im Muffetank. So, und unser Ort hieß Emaus Primary School. Wir hatten noch irgendein Schild da. Wir waren zwar nicht hundertprozentig hier, aber na, sag mal, ich will in die andere Straße einbiegen. Warte mal rüber. Boah, wieder. Nein. Danke. Ha-a-ma-te hängen wahrscheinlich. Mack-hackne. Ha-ma-hackne. Okay. Matte-teng, Mack-mahane. Wo ist unsere Grenze? Hier. Flüsse sind auch überall hier. Das hilft also auch nicht. Dass ich sage, ich gehe die Flüsse entlang. Hier ist schon Maseru. Hier ist Makateng. Ha. Machika, nee. Hashishane, nee. Reisi und Reisi, Kolo und Kolo, Dry City, okay. Tolo. Ha, Joel? Joel in den Chat?
Lomato. Ja, schon wieder zu südlich, nicht? Das ist ein anderer Bezirk, ja. Das wird was ganz Kleines sein. Hier sowas, was gar nicht auftaucht. Oh Mann. Hameen. Wenn wir Pech haben, können wir es auch nur über so eine Inserat-Sache herausfinden. Und wenn da keine mehr ist, dann finden wir es auch nicht. Harampupi. Es könnte schon sein, dass wir hier irgendwo drin hocken. Ich meine, wir sehen Berge Südwesten, Nordwesten, aber alles so Plateaudinger, die recht abgeflacht sind. Ja, wir könnten hier in sowas halt sein. In so einem Delta, nicht? So eine Stelle oder so. Da ist auch der Fluss. Und dann sind wir gerade hier vielleicht reingefahren. Hallo, normale Mensch. Das würde genauso gut hier passen. Hier ist auch ein Fluss. Nord-Süd-Straße. Genauso gut würde es hier passen. Hier ist auch ein Fluss. Okay, wir fahren mal in die andere Richtung und gucken, was da kommt. Lesotho. So sieht's aus. Genau das afrikanische Land von gestern. Ja, kennt man sofort, nicht? Haben wir auch. Ich dachte erst Kenia, aber dann Lesotho als zweites und dann hat sich der Verdacht schnell bestätigt. Ah, ich muss an den Startpunkt. Wir sind ja sogar in einem Dorf gespawnt, nicht? Hamateheng. Gut, ansonsten müssen wir es über die Straßenführung herausfinden. Müssen wir die wieder aufzeichnen. Ich glaube, aber viel anders als über die Straßenführung kriegen wir es auch nicht raus. Gibt es einfach zu wenig. Wenn wir Glück haben, kommen wir hier hinter auf eine Autobahn. Während ich fahre, sage ich schon mal wieder Prost. Erhebt eure Becherchen. Ich muss aber sagen, ist mitten echt hübsches Land. Auch sehr viele Tannenbäume. Die haben teilweise hier eine richtige Forstindustrie. Da sind wir mal in diesem Wald gespawnt, wenn ihr euch erinnert. Teboho Nummer 3. Ja, der sieht auf jeden Fall noch gut aus. Wie in Soviet Republic.
wie die Leute immer einfach random am Straßenrand sitzen und stehen. Vor allem auch einfach so wie so ein Glitch. Steht einfach so, ich kann nicht mehr weiterlaufen, ich komme den Hügel nicht hoch. Warum stehst du genau da? Geh doch da einfach rum oder so. Aber ne, er steht einfach genau da. Das ist mir jetzt schon 3 oder 4 Mal aufgefallen, dass die das da machen. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist. Beeil mich? Nö, ich lass mir so viel Zeit, wie ich will. Wir gucken ja auch ein bisschen. Ich finde die Hütten eigentlich gar nicht mal so schlecht, nicht? Die haben auch interne Klimatik, die wir heutzutage in den Häusern gar nicht mehr haben. Also was wir immer mit Schimmeln kämpfen müssen in modernen Häusern, eigentlich müssten wir die alle nochmal abreißen und neu gestalten. Dieses ganze Dämmen und Co. ist jetzt auch nicht das Allerbeste. Wir haben in der Küche hier zum Beispiel noch ein Loch nach draußen und das funktioniert tadellos. Wir können auf jeden Fall sehr weit gucken. Eine Ruine. Ich meine, selbst die Ruinen sehen einfach hier ordentlich aus. Es liegt halt kein Müll großartig. Na gut, ein bisschen Müll liegt. Aber nicht so diese Haufen, die es in anderen Ländern gibt. Das wirkt irgendwie alles ein bisschen, ja, nicht unbedingt reicher, aber einfach gepflegter vielleicht. Hasebo. Public Toilet. Public Phone Booth. Joanis Hair Saloon. Wir brauchen eher euren Dorfnamen. Also so ein Straßenschild wäre halt schon mal hilfreich irgendwie langsam. Guck mal, hier richtige Villa. Okay. Okay, ich würde es nehmen. Vor allem mit dem Ausblick. Boah. Okay, also wir gucken Richtung Süden in eine Ebene. Können wir doch hier sein. Wir gucken jetzt hier runter. Weil woanders in eine Ebene gucken, na gut, hier würde es, nee, hier würden wir nördliche in die Ebene gucken. Bis Südwesten, aber eher Süden. Süden bis Südwesten, also so. Und da ist Emmaus. Vielleicht sind wir in Emmaus. Ohne Scheiß. Und sind jetzt hier rumgefahren. Aber das hilft ja nicht. Nee, wir müssen jetzt in dem Haus sein. Aber selbst dann, das wäre zu weit von hier. Lindy Guesthaus. Es sieht so aus, als ob wir über diese Ebene hier gerade gucken. Und da ist ein Fluss hier. Aber ich sehe das hier. Na gut, das könnte das hier sein. Ja, da, guck mal, das sind die beiden Berge. Wenn ich mir das richtig einbilden will. Mit dem Knick dazwischen. Und die sind südwestlich. Süden. Südwestlich. Dann starten wir halt irgendwo in
dem und sind jetzt hier rumgefahren oder so. Es passt nichts von Namen her. Bei Bergen immer vorsichtig sein. Ja, beim letzten Mal habe ich mich ja auch vertan. Ich meine, die sehen auch alle relativ gleich aus. Bei so eigenständigen Vulkanen, da geht es einfacher. Sowas wie Mount Fuji oder so, nicht? Oder irgendein ganz besonderer Vulkan, der so losgelöst ist. Aber hier bei so, ich meine, die sehen alle ähnlich aus, die Dinger. Ich meine, wir haben im Norden auch eher flach. Das würde hier wieder nicht passen. Außer wir sind gerade hier drin. Würde erklären, warum wir das vorher nicht gesehen haben, weil wir hier drin sind. Müssten wir nach Norden aber hier raufkommen. Ich meine, Mafeteng stand ja dran. So, jetzt heißt der ganze Bezirk Mafeteng. Und Emaus stand dran. Ich meine, eventuell gucken wir auch hier komplett drüber und sind hier runtergefahren und gucken hier rüber. Und das hier ist nämlich alles eine Höhe. Das heißt, das sehen wir nicht. Vielleicht ist das auch dieser Graben mit dem Fluss, den wir sehen. Und das die beiden Hügel, nicht? Kann auch sein. Dann wären wir vielleicht irgendwo hier gestartet. Wir sind auch über den Fluss gekommen. Aber hier stehen halt nirgendwo Primary School oder irgendwas dran. Tajane. Ah, so hieß unsere nicht, glaube ich. In welche Richtung muss ich jetzt fahren? Scheiße. Ich glaube, aus der kam ich. Oh. Ja, linke Berg kann doppelt so weit weg sein wie der rechte und man denkt, sie sind direkt nebeneinander. Ja. Das auf jeden Fall. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, dass wir hier keine hohen Berge haben. Also Richtung Süden haben wir keine hohen Berge mehr, die wir sehen würden aus unserer Höhe. Deswegen passt das hier eigentlich nicht. Das hier würde schon echt gut passen. Oder halt hier, aber da hätten wir keine Berge um uns herum. Hier sind überall zu viele Berge. Hier können wir nicht sein. Da oben hört Lesotho auf. Hier gibt es keine Ebene, nicht? Hier würde man immer südlich auf das Gebirge gucken. Die einzige Stelle, wo man nicht aufs Gebirge südlich guckt, ist hier, denke ich. Eine der Stellen. Beim letzten Mal dachte ich auch, boah, ist der Berg klein und dann war es ein riesiges Ding. Und der war so groß, dass er halt so hoch war, dass er so klein wirkte. Irgendwie war der ging ganz spitz hoch, ganz schmal und war deswegen so riesig, aber ich habe ihn deswegen auf der Karte nicht identifizieren können. Frasers. Ah, schreibt doch mal ran, wie euer Ort heißt und nicht wie so ein scheiß Laden hier heißt.
Public Phone Mohalla. Das habe ich ja schon gelesen. Mohalla. Die Frage ist nur, wo? Mosalas. Molomos. Malumenga, Matepeng. Ashenika. Ich glaube, wer weiß, wo ich das gelesen habe. Oh oh. Oh oh. It's ending here. Und da steht irgendwas mit Lodge dran. Oh nein. Das wäre wirklich hilfreich. Leafa Lodge. Ich glaube, wir stehen hier. Das ist der Weg. Das ist die Abkreuzung. Aber das geht nach Südosten. Und das geht nach Süden. Naja, nee. Nicht ganz, nicht? Obwohl. Aber das macht so einen Bogen. Das macht das Ding hier nicht richtig. Und das andere geht eher nach Osten dann. Ich meine, die meisten Städte verlaufen ja gar nicht so von den Straßen, nicht? Die gehen südlich. Das heißt, wir haben ja eigentlich nur hier die Stelle. Oder bei Emmaus vielleicht. Nee. Scheinen aber auch zwei große Städte zu sein. Ich glaube, das passt schon echt gar nicht schlecht. Mohails. Hier ist Mohail. Mohails Hoke. Bethesda. Und hier ist Old Mohails Hoke. Aber wir hatten hier nur Mohail. Okay, aber das hier wird uns nicht weiterhelfen. Hast du eine Straßennummer? Eben nicht. Die haben keinerlei Schilder oder irgendwas. Ich meine, selbst den Ortsnamen, den suchst du hier mit Verzweiflung.
Ich meine, wir stehen hier mitten in was Großem. So ist nicht. Ja klar, warum sollte an einem Privatgebäude dran stehen, wie die Ecke hier heißt? Blue Ribbon, Sliced Bread. Und das, was man hat, kann man nicht lesen. Producer produced by bla bla bla. Also da wird nur irgendwas hergestellt. Also die Geschäfte sehen halt leer aus, die paar, die sie hatten. Oder als Wohnung umfunktioniert. Die drei Schilder, die wir lesen können, da steht nicht wirklich was drauf. Oder wir erkennen es nicht vollständig. Und zwar ist das das einzige Schild. St. Thomas High School und Emmaus Primary School. Deswegen denke ich ja, dass wir bei Emmaus sind. Vielleicht sind wir hier. Ich meine, wir fahren hier rum. Das Problem ist, die Emmaus Primary School ist halt nicht eingezeichnet. Aber es könnte sein, dass das hier ist, oder? Ja, okay. Würde schon sagen, das hier ist das hier. Warte mal, dann müssten wir, wenn wir hier nach links fahren, nach Emmaus kommen. Das ist noch eine Möglichkeit, die wir noch nicht abgeschätzt haben. Woher ist dort ein Name wie Müller, Meier, Schmidt? Ja, das kann oft sein, nicht? Wie Salamat Dateng oder sowas, nicht? Willkommen nur heißt oder sowas. Salamat Dateng. Und ich denke immer, das sind Ortsnamen und suche mich zu Tode. Und dann heißt es nur Willkommen in und den Ortsnamen, der ist geblurrt. Wow. Auf jeden Fall haben die schon krasse Gebäude teilweise. Hier, Lesotho Funrail Service. Ist nicht eingezeichnet. Das ist jetzt der Bogen hier wahrscheinlich. Und dann das. Dann müsste ja hier eigentlich eine Kirche sein. Zumindest ist eine eingezeichnet. Gut, die Bilder sind recht alt. Afrika, da ist ja echt viel passiert. Ich kann ein Bild zwischen einem Jahr wirklich ausmachen, das komplett eine Großstadt auf einmal irgendwo ist. Community Council, E04, Mohake oder sowas wieder, nicht? Mumia. Ich meine, Mumia kann auch bedeuten, sauber halten, nicht? Das sind alles die Sachen, die wir nicht wissen. No more hard rubbing, bla bla, der macht nur Werbung, aber schreibt nicht hin, was... Oh, Zirkuszelt. Jetzt gehen wir hier auf diese Kurve. Makahai. Das habe ich aber auch schon irgendwie gelesen. Jetzt müsste... Ah, vielleicht steht da was dran. Makahai Supermarket. Restaurant.
Makake, ja. Okay, dann ist es das. Dann stehen wir. Wir stehen Nord-Süd in der Kurve. Also entweder hier. Das ist das Problem, hier seitlich abgehende Straßen gibt's halt keine. Aber wir fahren nördlich, dann leicht noch nördlich. Okay, wir fahren nicht ganz nördlich. Vielleicht stehen wir hier drin. Dann kommt der Bogen hier. Dann fahren wir rum. Dann nach Nordosten. Ich glaube, wir haben's. Und jetzt gucken wir mal den Straßenverlauf an. An sich geht der gerade. Aber immer nach Nordosten. Rüber, zurück. Rüber. Das hier ist der Bogen wahrscheinlich. Und da hinten ist nämlich dann die Trennung irgendwo. Da müsste dann ein Hügel kommen. Das ist dann der hier wahrscheinlich. Das ist auch der Fluss, über den wir rüber sind. Also ist jetzt das Beste, was ich hätte im Angebot. Und da ist der andere Hügel. Das ist der hier. Und die Kante von dem ist direkt südöstlich. So, und wenn wir jetzt nach Süden fahren, dann kommen wir aus einer Kurve, die nach Südosten führt. Ja, dann sind wir irgendwo hier. Jetzt ist die Frage, wo? Zählt der das hier als Straße? Ist das die hier oder ist das dieser Nippelchens? Ich würde sagen, wir stehen da. Einwände? Ich meine, viel mehr zum Abstecken haben wir nicht mehr. Ist hier südlich noch eine Straße? Ah, dann ist das hier ist die Straße. Dann stehen wir doch da. Oder da. Einwand. Und was mit Zweiwand? Dann ist das hier diese Einfahrt. Dann stehen wir vor der ersten. Längen, wir sind in der Kurve. Ich kann keine Kurven checken. Das ist ja das Problem. Aber ich würde sagen, wir stehen vor der hier dann. Okay, ich setze mich hier hin. 25, 45. Doch eher weiter nördlich. Ah, aber es passte. Uiuiuiui. Okay, es war aber genau dieses Ding hier. Und dieses Ding hier. Das war dann so markant für die Ecke. Okay, also doch eben Maus. Und krass, nicht? Das ist so flach, dass man hier südlich keine Berge mehr sieht. Also so von der Geografie war es dann einfach sehr leicht einzugrenzen. Aber du hast schon recht, mit den Abständen zu den Bergen haben wir die hier gesehen. Wahrscheinlich, die beiden Hügel. Das Höhenprofil ist halt auch nicht das geilste. Man muss halt wirklich rangehen. Hier ist 1900 Meter ist das hier hoch, nicht? Und die hier wären 2000 noch irgendwas. Okay, der ist nur 1800. Ja, dann haben wir vielleicht den hier gesehen mit 1900 und den mit 2100 oder sowas. Und deswegen lagen die nebeneinander. Hm. Wie viele Minuten? Ach, das wollen wir doch gar nicht wissen. Deswegen geht's in die fünfte Runde.
Und wir sind schon wieder in Afrika. University of Technology. Milmani Kantin. Oder sind wir in Bangladesch oder Thailand? No Posters. Muranga County. National Land Commission. Land Office. Okay, Muranga County. Sag mal, ist Muranga County nicht auch in Lesotho? War mir nicht so, dass wir gerade in Muranga... Nee, Maseru war das, nicht? Okay. Mafeteng und Maseru. Aber Muranga hatten wir doch gestern auch. Muranga. Wo ist denn hier? Meru. Niri. Meru. Niri. Muranga. Okay, wir sind in Kenia. Und zwar hier. Also manchmal erinnert man sich doch an ein paar Sachen. Und wir hatten kein Follow-Car. Und wir haben zwei sehr gute Schilder. Mothers Union Girls Convention Center, Kenya Center. Okay, ja. Darunter steht die Stadt, aber das können wir nicht lesen. Ne, schade. Ah, vielleicht hier. PO Box in Shinsanku. Shinsanku. Gut, hier wird doch nicht so viel mit SHZ geben. Shinsanku. Kann ja auch nicht so klein sein. Murangas College. Hm? Ich meine, Muranga County ist nicht so groß. Aber da könnte auch was anderes stehen, nicht? Nicht Shiyang. Könnte auch was anderes stehen. Vielleicht ist auch ein Stadtteil. Weil wir haben ja eine Uni. Murangas University of Technology. Hier stehen wir. Jetzt müssen wir nur genau finden, wo. Murangas University of Technology. Man hat den Eindruck, Afrika die höchste Dichte an Universitäten und Schulen. Definitiv. Wir stehen vor der Milmani Kantin. Ist die eingezeichnet? Ich meine, wir könnten hier an der Ecke stehen. Glory Hotel. Aha. Nach Norden ist das. Wie ist denn... Wir haben so eine Dreiecksabfahrt. Und unsere Straße läuft West-Ost-Biegung. Und die Straße geht nach Süden weg. Also nach Süden... Wir stehen hier an so einer Ecke hier. Oder? Warte, ist die Biegung richtig berechnet? Von Nordwesten nach Nordosten. Nee, von Nord... So. So mit einem südlichen Pinöppel. So mit einem südlichen Pinöppel. Sowas halt, aber ohne... Und die University liegt östlich. Das heißt, wir könnten hier sein. Hier, da stehen wir. Milmani Kantin. Krass. Okay, das war wirklich mal das Schnellste. Ich sag ja, Afrika ist richtig krass. So, und die Milmani Kantin, wir stehen sogar, ich glaube, wir stehen sogar genau dort, oder? Wahrscheinlich da, weil das Dreieck, vielleicht. Ah, egal. Finish.
5 Meter, vorher stand ich richtig. Wow. Also da muss ich schon sagen, sehr wenig gefahren und trotzdem direkt gefunden. Das war mal eine coole Runde. Nicht? Gut, man muss wissen, wo Moranga liegt. Dann durch Zufall die Universität gesehen. Dann ist auch noch das Lokal eingezeichnet und die Ecke sehr markant. Was gab keine andere Südbiegung, Nordostbiegung mit Südstraße. So, in der gesamten Stadt. Nicht? Die biegen alle nach oben irgendwie. Wahrscheinlich, weil die Berge irgendwie das so vorgeben und das ging nur bei dem hier rum. Oh. Und damit haben wir 30.000 Punkte. Sehr gut. Endlich mal wieder. Wir waren in Nigeria 11 Minuten, fast 12. Jordan, Nien, 19 Minuten. Kanada, 16 Minuten. Lesotho, 45 Minuten. Echt nicht schlecht. Kenia, 5 Minuten. Und das finde ich richtig stark. Das ist meine beste Kenia-Runde und meine beste Afrika-Runde. Und ich hätte wahrscheinlich noch schneller sein können, hätte ich nicht noch geredet dazu. Aber 30.000 Punkte und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die noch schneller. Bis gleich.